Hallo, heute möchte ich euch eine weitere Möglichkeit zeigen, wie ihr euer Sprint- und Schnelligkeitstraining effektiver gestalten könnt. Und zwar geht es heute darum, um verschiedene Startpositionen und Reaktionen, das heißt Signalgeber, mit denen ihr dann eure Reaktionsschnelligkeit und eure Schnelligkeit verbessern könnt. Und mit den verschiedenen Startpositionen verbessert ihr eure Bewegungseffizienz aus verschiedenen Positionen heraus. Das heißt, es ist auch für Spielsportler sehr wichtig, aber auch für Leichtathleten ist es sehr sinnvoll, denn auch sie benötigen auch verschiedene Bewegungsmuster und es dient daher der Bewegungsschulung des Laufens. Fangen wir nun zunächst an mit den verschiedenen Signalgebern. Das heißt, es gibt einmal taktile Reize, das heißt, euch berührt einer und ihr startet, lauft im Sprint los. Oder optische Reize, das heißt, ihr reagiert auf etwas, was ihr seht. Und akustische Reize, das heißt, jemand gibt euch ein Kommando, Go oder der Schuss beim 100-Meter-Lauf und so weiter. Es gibt dabei verschiedene Reaktionszeiten, je nachdem, was für ein Reiz ankommt. In der Regel sind akustische und optische das schnellste. Jedoch hat sich gezeigt, dass wenn man längere Zeit den gleichen Reiz benutzt, die Reaktionsschnelligkeit sich nicht weiter verbessert. Daher ist es wichtig, die zu wechseln und auch in der Intensität zu wechseln. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen akustischen Signalgeber nimmt, dann sagt euer Partner mal Go, Start, Los, verschiedene Lautstärken und so weiter. Go! Das war also der akustische Signalgeber. Und nun folgt der taktile Signalgeber, das heißt, ich werde von hinten berührt. So, das war also der akustische und der taktile Reiz. Und jetzt folgt noch einmal ein Beispiel für den optischen Reiz, in dem einer einen Tennisball fallen lässt und ich daraufhin loslaufe. Das waren also die verschiedenen Signalgeber, die man machen kann, um seine Reaktionsschnelligkeit zu trainieren. Jetzt möchte ich euch verschiedene Startpositionen zeigen, wie ihr euren Start und eure Bewegungsmuster beim Start verbessern könnt, um so einen besseren Antritt und eine höhere Beschleunigung zu erreichen. So, das waren jetzt also die verschiedenen Signalgeber, taktil, optisch, Akustik und eine Vielzahl von verschiedenen Startpositionen. Wenn ihr vielleicht auch mein Sprint- und Schnellkraftprogramm schnell wie Usain Bolt ausführt, dann könnt ihr das, also diese verschiedenen Starts und Signalgeber, auch mit einbauen und einfach um das Programm weiter zu variieren und in seiner Effizienz noch weiter zu steigern. So, viel Spaß beim Training, benutzt es, berichtet mir von euren Fortschritten, von euren Fehlern, was ihr vielleicht komisch findet, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Ich werde sie versuchen, alle zu beantworten. Danke sehr und auf Wiedersehen.